So, da sind wir wieder. Wir haben uns Werbung angeschaut und dann nach jeder Werbung gibt es Möglichkeiten einer Belohnung. Einmal gibt es 100% mehr Ressourcen für 3 Stunden. Finde ich super sinnvoll, werde ich auf jeden Fall gleich mal reinhauen. Dann gibt es noch Kampfgeschwindigkeit plus 100% für 30 Minuten. Brauche ich im Augenblick noch nicht. Dann Spell Factory, das haben wir noch gar nicht, brauchen wir uns gar nicht informieren. Und wir können auch eine Schatzkiste nehmen, dass wir ein bisschen Gold und Edelsteine kriegen. Brauchen wir im Augenblick aber auch nicht, haben wir noch genug. Von daher nehmen wir erstmal die Ressourcen und es geht gleich richtig hoch hier in der Produktion. Müssen wir erstmal gleich hier das Lager ausbauen und nochmal hier eine Hütte kaufen. Können wir auch gleich nochmal, müssen wir dann nur noch Holz ein bisschen sammeln. Genau, wir wollten ja auch einen Arbeiter hier reinschicken. Genau, so läuft das richtig gut. Und wir haben mittlerweile jetzt auch schon ein bisschen mehr Eisen gesammelt, was auch nicht verkehrt ist. Dann können wir das nämlich gleich mal einsetzen und also nicht die Schmiede ausbauen, sollten wir auch bald machen. Aber wir kaufen uns erstmal nochmal ein paar Schwerter hier. So, und nochmal den Bogenschützen ein bisschen verbessert. Und dann gucken wir mal, wie es hier läuft. Ob jetzt der Dämon, was hat er eigentlich? Ja, hat keine Spezialangriffe, okay. Aber halt durch die Aura, dass der halt jede Runde mehr Schaden macht. Das haut richtig rein. Jetzt müsste er nicht den Bogenschützen angreifen. Aber wir machen hier mal noch ein paar Tries. Der könnte bald liegen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Den hauen wir auf jeden Fall jetzt hier in dem Video noch um. So, der hat noch 40 Leben. Ah, okay, der hat 22 Rüstung. Das heißt, der Kleriker, der macht da eigentlich gar keinen Schaden. So, was brauchen wir jetzt hier? Wir brauchen 533 Getreide. No. Dann können wir erstmal nochmal einen Bogenschützen bauen. Und jetzt brauchen wir wieder Holz. So, da haben wir das Holz. Und wir gehen jetzt mal auf Holz sicherheitshalber. Weil dann können wir noch ein bisschen was ausgeben nebenbei. Oh, wir haben ja noch einen Arbeiter frei. Den machen wir mal in Getreide rein. Und suchen da mal ein bisschen verstärkt. Ja, Schwert können wir auch nochmal upgraden. Genau, das wird ja immer erst stärker, wenn unsere Gruppe tot ist. So, da ist er schon auf 28 runter. Also ihr seht, es geht schon weiter. Eben hatten wir nur auf 40. Und es geht voran, es geht voran. Wir brauchen da nicht mehr lange. Wir müssen halt nur einen guten Try haben. Was mich jetzt mal interessiert, greift er immer zuerst den Krieger an? Es scheint so. Genau, oh, da haben wir gekrittet. Und er ist weg. Ha! Genau. Weil wir können ja mal hier genau in die Details reingehen. Was haben wir jetzt gekriegt? Wir haben 12 Gold bekommen. Ist erstmal nicht ganz so spektakulär. Was brauchen wir hier? 600 und 170. Genau, weil unser Krieger, wenn er nicht gerade tot ist, kann kritten. Wo sehen wir das dann? Irgendwo stand das doch. Genau hier. Crit-Chance 5% und macht dann 200% Schaden, was natürlich richtig, richtig viel ist. Oh, und da haben wir noch einen Arbeiter und den schicken wir wieder auf die Farm. So, was haben wir da gefunden? Farming Scroll. Wir kriegen jetzt 50% mehr Getreide. Das ist mal richtig cool. Das hilft auf jeden Fall weiter. Und jetzt sehen wir, die anderen Dämonen sind in etwa alle gleich stark und da gehen wir jetzt auch durch wie Butter eigentlich. Können wir hier nochmal 4% unseren Bogenschützen stärken. Gucken, da haben wir wieder auch ordentlich gekrittet. Mal gucken, wie weit geht der runter? 62, 33. Komm, 4 Leben. Oh, das ist knapp. Das ist echt knapp. Der sollte jetzt aber fallen. Okay, hier, wir müssen jetzt 900 Getreide sammeln. Schaffen wir nicht, von daher müssen wir erstmal hier das Ding ausbauen. Und 225 Holz. Das sollten wir hinkriegen. So, komm, geh down. Wir wollen die nächste Schatzkammer. Okay, also da müssen wir wieder ordentlich kritten. Hier, Armor Piercing heißt, der geht auch durch Rüstung durch. Also macht er auch noch Schaden, auch wenn der mehr Rüstung hat. Weil ich glaube, das funktioniert hier so, wenn jetzt da jemand zuschlägt. Also nehmen wir hier unseren Bogenschützen, der hat 56 Schaden. Der Gegner hat 26 Rüstung, das heißt, er macht nicht 56 Schaden, sondern nur 30, weil halt die 26 von der Rüstung abgefangen werden.
Und genauso halt auch im Umkehrschluss. Wir können mal gucken. Unser Krieger hat 15 Rüstung, 120 Leben und der Gegner macht 28 Schaden. Nee, das waren das echt nur 28. Jetzt müssen wir mal gucken, was das eben war. Am Anfang möchte ich ja mit dem. Oh, wir haben gewonnen. Ha! So, und damit kriegen wir jetzt schon mal 50% mehr Holz. Mensch, 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 immer wenn man nicht mit rechnet. Das war sehr schön. So, jetzt wollten wir mal hier die Rüstungsberechnung sehen. Genau, der macht 69 Schaden. Das heißt, wenn unser Krieger jetzt getroffen wird, 69 minus 15 macht 59, 54, 120 minus 54, 100. Oh, ich hole mir gleich einen Taschenrechner. Irgendwas in den. Nee, stimmt nicht ganz. Oder haben denn schon die 80 als Schaden gezählt? Muss ich mal nochmal gucken, wie das genau funktioniert mit der Berechnung. Finde ich nochmal irgendwie heraus. Wir gucken erstmal weiter hier. So, wir haben fast unsere Schmiede voll. Das heißt, wir können uns nochmal hier ein neues Schwert kaufen. Und wir müssen auch unbedingt mal hier das Lager ausbauen. Einen Arbeiter haben wir auch noch. Den schicken wir wieder Getreide sammeln, weil Getreide ist hier echt eng. Das geht aus. So, und den Dämonen, komm, den legen wir auch noch. Sehr schön. Dann sind jetzt nur noch zwei Stück übrig und wir können die nächste Hütte uns holen. Ich baue mal hier die Schmiede, dann haben wir da auch 200. Brauchen wir mehr Mana? Nee, Mana ist bis jetzt eigentlich noch recht gut. Aber Edelsteine und Gold können wir eh für nichts anderes ausgeben. Von daher machen wir das mal, dann haben wir da ein bisschen mehr. Falls wir das in Zukunft mal brauchen. So, und wenn wir. Also den Cave, den machen wir noch sauber, diese Runde. So, was kaufen wir denn jetzt noch? Kann auch ein bisschen einen Bogen verbessern, glaube ich. Oder kriegen wir den? Den Pit Lord besiegen wir so. Den hauen wir jetzt um. Oder auch nicht. Wir kaufen mal den besseren Bogen. Dann machen wir da ein bisschen mehr Schaden. Holz kriegen wir jetzt eh schnell genug rein. So, diese Runde vielleicht noch nicht, weil ich hatte ja jetzt noch nicht das, die Ausbauten haben da noch nicht gezählt. Aber jetzt, nächste Runde, auf 18 ist er schon runter und jetzt sollte er aber liegen. Vielleicht sollten wir auch mal einen neuen Schmied uns holen oder so ein Miedendings, dann kriegen wir ein bisschen mehr Eisen. Das glaube ich auch nicht verkehrt, dann machen wir jetzt schon ein Eisen pro Sekunde. Können wir hier auch noch was bald ausbauen. So, hier brauchen wir 1500 und da haben wir das Ding geschafft. Was kriegen wir jetzt? Ein Altar können wir jetzt bauen. Und wir haben 10 dunkle Mana gefunden und hier noch einen schönen tollen Text. Ja, genau. Was bringt der Altar? Bringt uns 5% mehr Mana Produktion, kostet Stein und Dings, aber eigentlich brauchen wir noch nicht unbedingt mehr Mana. Da heben wir uns das Eisen lieber erstmal auf. Und ja, die 5 Holz. Ja, ein Altar können wir mal kaufen. Oh, der wird auch teurer jetzt. Kostet jetzt auch gleich mehr Edelsteine. Und wir müssen hier das Ding ausbauen. Ah, da hätte ich mir lieber den Handwerker kaufen sollen, glaube ich. Naja, machen wir gleich. Ich mag es immer nicht, wenn die Lager voll sind. So, was haben wir hier hinten auch noch? Perks haben wir bekommen. Da brauchen wir Dark Mana für und wir müssen Level 15 sein. Da frage ich mich, warum zeigt er mir das jetzt schon an? Weil zumindest können wir irgendwie die Crit-Chance vom Krieger erhöhen. Wir können das Armor-Piecing vom Bogenschützen und wir können auch die Heilung vom Heiler erhöhen. Was, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt ist. So. Da haben wir jetzt noch einen Arbeiter. Wo schicken wir den hin? Also eigentlich ist ja immer Getreide knapp zur Zeit. So, wir haben wieder eine neue Schatzkiste bekommen. Wir haben auch unser Kleriker macht jetzt auch schon 25 Schaden. Und wir haben eine neue Quest bekommen, zwei Stück sogar. Und wir machen jetzt sogar 50% mehr Eisenproduktion. Also hier ist, das geht ruckzuck. Zurzeit rennen wir hier durch die Caves. So, wir können eine Spell Factory haben wir jetzt. Gucken wir uns später nochmal an. Und wir haben ein
Kursbell. Erstmal machen wir das Ding hier sauber. Dann gucken wir uns alles ganz in Ruhe an. So, Ressourcen. Wir müssen jetzt erstmal 1900, ist erstmal hier mein nächstes Ziel. Dass wir denn hier weiterhin unsere Wohnungen ausbauen können. Aber frag mich, warum da Hut steht. Ich will doch gar keinen Hut. So, und da sind wir schon in Cave Nummer 7. So, und hier brauchen wir jetzt schon ein bisschen Mana für. Können wir jetzt einen Slot kriegen wir dafür und wir können 5 Magier anheuern. Machen wir einfach mal. Wir haben ja genug Gold und so. Da gibt es ja auch kein Limit. So, aber hier Holz. Wir müssen Holz schnell ausgeben. Wir bauen mal hier das Lager einmal aus. Genau. So, und dann machen wir jetzt hier erstmal Pause, dass der jetzt nicht hier immer wieder spawnt, weil sonst kommen wir hier so schnell gar nicht hinterher mit dem ganzen Ressourcen ausgeben und Management. Genau, Schmiede ist nämlich auch schon wieder voll gewesen. So, genau, wir haben was Neues bekommen. Wir haben jetzt erstmal die Spell Factory gebaut und Spells hier New. Da können wir jetzt einen Heilspell machen, der einen verletzten Helden um 20 Punkte heilt. Ja, mal guckt, unser Krieger hat 120, das ist echt nicht viel. Und, also ist schon ein bisschen, und wir können halt auch gleich mehrere in Auftrag geben. Was wir auch gleich mal machen, dann sind unsere Ressourcen hier erstmal raus. So, dann haben wir erstmal die ganze Leiste hier voll und hier unten haben wir den dann. Da können wir dann draufklicken und dann wird einer um 20 geheilt. So einfach geht das. So. Und was haben wir hier? Hier haben wir noch ein paar Quests. Die gucken wir uns gleich mal an. Erstmal würde ich sagen, wir haben jetzt hier so viele Ressourcen gesammelt. Wir holen hier noch schnell den einen Arbeiter und stecken den. Wo stecken wir den am besten hin? Ach, eigentlich brauchen wir immer noch am meisten Getreide. Von daher stecken wir ihn hier rein. Und wir bauen nochmal hier die Lager ein bisschen aus. Dass wir hier auch erstmal ordentlich was lagern können. Dann haben wir da auch erstmal ein bisschen Ruhe. So, hier machen wir noch kurz, bis wir hier die 600 nochmal haben. Da haben wir natürlich ordentlich was reingesteckt hier mit den Spells. Die haben ja auch 20 Getreide. 20 mal, was sind das immer? 10 Stück, also 20 mal 20, 400 Stück haben wir da schon ausgegeben. So, jetzt haben wir erstmal genug Lagerkapazität und wir machen jetzt erstmal kurz Pause, bis die Lager wieder voll sind, dann können wir da ordentlich was ausgeben. Bis morgen. Tschüss.